Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الرحمن الرحيم
Der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam, sagt, jeder Mensch sollte Gott fürchten und Gottesfurcht wird ihn dazu bringen, dass er viele guten Taten begeht. Dann sagt der verheißene Messias, alaihissalam, ein rechtschaffener Mensch ist jener, der in den Augen Gottes rechtschaffen ist. Viele Leute betrügen sich selbst, indem sie glauben, sie seien Muttaqi, Rechtschaffene. Doch Muttaqi ist nur jener, der von Gott Muttaqi genannt wird. Das ist also die Ermahnung, die wir beachten sollten. Und wenn wir diese beachten, dann werden wir in der Lage sein, die Pflichten gegenüber Gott zu erfüllen. Und ebenso werden wir in der Lage sein, die Pflichten, die die Menschheit hat, zu erfüllen. Die Pflichten, die wir gegenüber anderen Menschen haben. Doch wenn wir glauben, dass wir tugendhafte, gläubige Menschen sind, die die Pflichten gegenüber Gott erfüllen, aber irgendeine künstliche Art und Weise annehmen oder das nur tun, um anderen zu zeigen, oder wenn wir zwar beten, aber nicht die Pflichten, die wir gegenüber anderen Menschen haben, erfüllen, dann sind solche Gebete in den Augen Gottes nicht wert, angenommen zu werden. Das sind keine Gebete, die zum Wohlgefallen Gottes führen können. Und das ist der eigentliche Zweck des Gottesdienstes. Ich werde heute eine Überlieferung in Form einer Ermahnung vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er Hazrat Muaz radhiyallahu anhu machte, vorlegte. Diese werde ich heute Ihnen vorlegen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte eines Tages zu Hazrat Muaz, O Muaz, soll ich dir eine Sache sagen? Wenn du diese beachtest, wird diese Sache dir zum Vorteil gereichen. Doch wenn du diese vergessen solltest, dann wirst du nicht in der Lage sein, die Segnungen Gottes aufzunehmen. Und wenn du, und du wirst keine Ruhe mehr finden, ob deiner Erlösung. Und sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, O Muaz, bevor Gott Himmel und Erde erschuf, erschuf er 7 Engel mit 7 Ebenen, und von diesen Engeln hat er in jedem Himmel einen bestimmt, der dort ein Wächter ist. Und seine Aufgabe besteht darin, dass sie nur solche Menschen
eintreten lassen sollen, denen Gott dies erlaubt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Engel, die den täglichen Ablauf des Menschen aufschreiben, diese Engel gehen zum Himmel und nehmen den täglichen Ablauf des Tages eines Menschen und sie glauben, dass diese Taten gut waren und sie glauben, dass diese Menschen gute Taten begangen haben und diese auch. Doch wenn sie diese Taten zum ersten Himmel bringen und dem Wächterengel sagen, wir möchten diese Taten vor Gott führen, eines Menschen, der gottesfürchtig war, das sind sehr schöne, reine Taten. Daraufhin sagt der Engel, warte, du darfst nicht hier durchgehen, du sollst zurückgehen und jener Person, denen diese Taten gehört, diese Taten auf ihr Gesicht zurückschmeißen. Und der Wächter sagt, Gott hat mir befohlen, hier zu stehen und ich soll keinen Menschen, die Taten keines Menschen durchlassen durch diese Tür, welcher übel über andere redete. Und diese Person, von denen du die Taten bringst, ist ein Mensch, der jederzeit üble Nachrede praktiziert. Er ist jemand, der über andere schlecht redet. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dann kommen Engel und bringen Taten eines anderen Menschen zum Himmel. Diese Engel redeten miteinander und sagten, diese Taten sind sehr rein und der Mensch ist ein sehr aufrichtiger Mensch und hier gibt es keine üble Nachrede, die dieser Mensch begangen hat und der erste Wächter lässt diese Taten hindurch. Doch wenn diese Engel zum zweiten Himmel kommen, sagt der Wächter an diesem zweiten Himmel, halt, kehrt zurück und werft diese Taten dem Menschen ins Gesicht zurück. Daraufhin sagen die Engel, oder sagt der Wächterengel, ich bin der Engel, der darauf achtet und wurde von Gott befohlen, dass ich keine Taten hier durchgehen lassen darf von einem Menschen, welcher hochmütig war und stolz war. Und in seiner Gesellschaft seine eigenen Taten hochhält und von ihnen berichtet. Diese Person, von der ihr diese Taten hierher gebracht habt, ist ein Mensch gewesen, der stolz und hochmütig war und in Gesellschaften und Gemeinschaften von seinen guten Taten berichtete. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dann gibt es eine weitere Gruppe von Engeln, die Taten eines dritten Menschen zum Himmel bringen. Und diese Taten waren in den Augen dieser Engel auch ein sehr leuchtendes Beispiel und Licht. Und sie dachten, dass dieser Mensch auch fastete, betete, spendete. Und die Engel sagten, dieser Mensch Gottes ist ein sehr guter Mensch, der aufgrund des Wohlgefallens seines Herrn sich bemüht und weder üble Nachrede noch Stolz waren in diesen Taten vorhanden. Deswegen ließen die Engel, die Wächter vom ersten und zweiten Himmel diese Taten durch. Doch als die Engel zum dritten Himmel kamen, sagte der Wächter, der Engel als Wächter vorgesehen war, er sagte, halt, kehrt zurück zu dem Menschen und werft ihm diese Taten in sein Gesicht zurück. Die Engel sagen, der Wächter sagt, ich bin der Engel, der für Hochmut, der keinen Menschen durchlässt, wer hochmütig war, auf irgendeine Art und Weise. Dieser Mensch, dessen Taten ihr hierher bringt, ist ein hochmütiger Mensch gewesen.
Er dachte, dass er alles ist und alle anderen schlecht sind. Und er geht hochmütig mit den Menschen um. Und er ist jemand, der seinen Kopf immer hochhält, seine Nase immer hochhält. Ihr glaubt, dass seine Taten gut sind, doch Gott wird seine Taten nicht annehmen. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wird eine vierte Gruppe von Engeln die Taten eines vierten Menschen zum Himmel bringen. Diese Taten werden für die Engel so aussehen wie leuchtende Sterne. Dieser Mensch hatte gebetet, hatte Gottes gedacht, hatte Hajj gemacht, hatte Umrah gemacht. Und die Engel werden den ersten, zweiten und dritten Himmel überqueren und zum vierten Himmel kommen. Und der Wächter wird sagen, halt. Kehrt zurück und werft diese Taten dem Menschen ins Gesicht, welcher diese Taten begangen hat. Ich bin der Wächter, der dafür sorgt, dass hier die Taten keines Menschen durchgehen, welcher selbstverherrlichend ist, welcher sich selbst so sehr liebt und egoistisch ist, dass er sich selbst als Gott sieht. Und deswegen kann ich ihn hier nicht durchlassen. Denn mein Gott hat mir gesagt, dass dieser Mensch, als er eine gute Tat beging, machte er Selbstverherrlichung und Egoismus vermischte er dies mit Egoismus. Und diese können von Gott nicht angenommen werden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann wird eine fünfte Gruppe von Engeln zu den Himmel gehen mit den Taten eines fünften Menschen. Und die Engel glauben, diese Taten sind so schön, wie eine mit Schmuck und schöner Kleidung beschmückte Braut, doch als sie zum fünften Himmel kommen, sagt der Wächter, halt, kehr zurück zu dem Menschen und werft ihm diese Taten in sein Gesicht und sagt ihm, Gott wird nicht deine Taten annehmen, denn ich bin der Engel und mir wurde befohlen, dass ich jeden Menschen der neidisch war auf andere Menschen, hier nicht durchlassen kann. Und dieser Mensch war jemand, der Neid hatte auf andere Menschen, die gut waren, die Wissen besaßen. Deswegen kann ich die Taten dieses Menschen nicht durchlassen. Jedes Mal, wenn er einen guten Menschen, einen wissenden Menschen sah, wurde er neidisch. Und deswegen kann ich ihn nicht durchlassen. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine sechste Gruppe von Engeln wird die Taten eines sechsten Menschen zum Himmel kommen und durch die ersten fünf Türen durchgehen und zum sechsten Himmel gehen. Dies waren Taten, in denen das Gebet, das Fasten, die Zakat, Hajj, Pilgerfahrt, Umrah vorhanden waren. Und die Engel dachten, dass alle diese Taten sehr liebevoll von Gott angenommen werden würden. Doch als sie zum sechsten Himmel kamen, sagte der Engel, der zum Wächter vorgesehen war, halt, bleibt stehen. Dieser Mensch war ein Mensch, der nicht gnädig war zu anderen Menschen. Und Gott hat mir hier bestimmt, um solche Taten von Menschen, die ungnädig waren, nicht durchzulassen.
Kehrt zurück und werft diese Taten in das Gesicht jenes Menschen und sagt ihm, du hast in deinem Leben dafür gesorgt, dass du nicht gnädig warst zu den Menschen, sondern ungerecht warst. Und Gott wird dir nicht gnädig gegenüber sein, weil du selbst nicht gnädig zu den Menschen bist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dann werden einige weitere Engel die Taten eines liebenden Menschen zum Himmel führen und zum siebten Himmel gelangen. In diesen Taten wird sein Gebet sein, das Fasten, die Gebote des Fikr. Er wird ein sehr genügsamer Mensch sein. Und dann werden diese Taten so schön aussehen, wie das Summen von Bienen, die Honig produziert. Das heißt, die Engel werden summen und werden singend zu dem Himmel gelangen und sagen, wir präsentieren eine sehr schöne Sache unserem Gott gegenüber. Und seine Taten leuchten wie die Sonne. 3000 Engel werden ihn begleiten, werden diese Taten begleiten, weil diese Taten so groß und schwer sind. Und 3000 Engel tragen diese guten Taten. Und als sie zum siebenten Himmel gelangen, sagt der Wächter, der dort vorgesehen ist, halt, ihr könnt nicht hier durch. Kehrt zurück und werft diese Taten diesem Menschen ins Gesicht und verschließt sein Herz, denn Gott hat mir gesagt und mir befohlen, dass ich solche Taten ihm nicht geben kann, welche nicht auf das Wohlgefallen Gottes basieren. Dieser Mensch hat diese Taten nicht für Gott getan, sondern für andere Menschen. Er hat mit Stolz seine Nase hochgehalten und gesagt, wie schön seine Taten sind und hat deswegen in diesen Gesellschaften geredet, damit man ihn lobpreist. Er hat also diese Taten nicht gemacht, meinetwegen, sondern damit man gut von ihm redet, damit er zu einem großen Besorg wird, damit die großen Wissenden seines Namens gedenken. Jene Tat, die nicht für Gott allein getan wird und irgendeine Form von Künstlichkeit oder Schau trägt, kann nicht vor Gott getragen werden. Und der Engelwächter wird sagen, ich darf diese Taten nicht durchgehen lassen. Kehrt zurück und werft diese Taten dieser Person wieder ins Gesicht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dann kommen weitere Engel und nehmen die Taten eines Menschen zum Himmel und alle sieben Engel lassen, alle sieben Wächter lassen diese Taten durch und haben nichts auszusetzen und sagen, diese Taten sind gut. Er zahlte die Zakat, er fastete, er betete, er machte die Pilgerfahrt, er machte die Umra, er hatte gute moralische Eigenschaften, er machte Zikr Ilahi, und die Engel begleiteten diese Taten und brachten diese Taten durch alle Tore hindurch und kamen zum Hofe Allahs und stellten sich vor Allah hin und sagten, O Allah, O unser Herr, dieser Mensch hat immer deiner gedacht, hat immer dich angebetet. Und wir bezeugen seine guten Taten, seine Aufrichtigkeit. Er begeht immer gute Taten und verbringt seine Zeit in deinem Gehorsam. Er ist sehr aufrichtig, er hat keine Schwächen. Und sie lobpreisten diesen Menschen vor Gott. Gott sagte,
zu den Engeln. Ich habe euch bestimmt, um die Taten des Menschen aufzuschreiben, und ihr seid nur in der Lage, seine äußeren Taten zu bewerten. Doch, sagt Allah, ich kenne das Herz eines jeden Menschen. Dieser Mensch wollte nicht mein Wohlgefallen haben, sondern er hat andere Absichten gehabt. Er wollte andere Menschen glücklich machen. Deswegen verfluche ich diesen Menschen. Daraufhin sagen alle Engel: Jeder Mensch, o unser Herr, den du verfluchst, den verfluchen wir auch. Und alle Geschöpfe des Himmels und des Universums verfluchen diesen Menschen und fangen an, diesen Menschen zu verfluchen, wenn Gott ihn verflucht. Und Hazrat Muaz, radiallahu ta'ala anhu, hörte diese Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und zitterte und sagte: O Prophet Allahs, wie kann ich dann erlöst werden, wenn das der Zustand der Taten der Menschen ist? Wie können wir Erlösung finden? Und wie kann ich mich schützen vor dem Fluch meines Herrn? Daraufhin sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam: Gehorche meiner Sunna und glaube daran, dass ein Mensch, egal wie gut seine Taten sind, immer schwach ist. Deswegen sollt ihr nicht denken, dass eure Taten gut wären, sondern ihr müsst wissen, dass euer Herr euch vergeben kann. Er ist jemand, er ist ein Wesen, er ist der Herr, der vergibt. Ihr sollt eure Zunge behüten und sollt niemandem Leid zufügen. Ihr sollt nichts aus Schlechtes aus eurer Zunge herauskommen lassen. Und glaubt nicht, ihr seid rechtschaffener als andere Menschen, noch sollt ihr eure Rechtschaffenheit bekannt geben. Und die Taten, die ihr tut, diese sollt ihr nicht mit Weltlichkeit vermischen. Und ihr sollt nicht Unfrieden zwischen den Menschen stiften und Streit sehen, denn wenn ihr das tut, dann wird am Tage des jüngsten Gerichts werden die Hunde der Hölle euch zerreißen, wenn ihr Unfrieden stiftet. Und ihr sollt eure Taten nicht anderen zeigen. Wenn ihr das tut, wenn ihr das alles beachtet, kann Gott euch vergeben. Deswegen, die guten Taten können wir nur dann tun, wenn wir das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor unseren Augen haben, obwohl ihm frohe Botschaften gegeben wurden. Hat er immer mit Schmerz gebetet, obwohl Allah dem heiligen Propheten, obwohl Allah seine Gebete erhörte und auch für die Zukunft frohe Botschaften gab, hat er in seinen Gebeten und Sajda mit Schmerzen gebetet. Und als man nach dem Grund fragte, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Es ist nur die Gnade Allahs. Und warum soll ich nicht den Segnungen Allahs gedenken und dankbar sein?
und ich fürchte mich vor Gott. Warum soll ich ihm nicht dankbar gegenüber sein? Gott hat mir viele Segnungen gegeben und Versprechen für die ganze Umma. Warum soll ich nicht dankbar sein Gott gegenüber? Dieses Vorbild hat der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns vorgelegt. Und wenn es um die Pflichten gegenüber den Menschen ging, hat er, ohne zu unterscheiden, jedem Menschen Gutes getan. Jedem Bettler hat er gegeben. Jeder hat von seiner Gnade profitiert. Jeder hat von seiner Liebe und seinen Segnungen profitiert. Diese Furcht Gottes ist es, die wir bei den Gebeten haben sollten. Und der heilige Prophet sagte, ihr sollt so beten, wie ich gebetet habe. Ihr sollt so dankbar sein, wie ich dankbar war. Ihr sollt so die Segnungen Allahs in euch aufnehmen, wie ich dies getan habe. Und ihr sollt die Pflichten gegenüber anderen Menschen so erfüllen, wie ich dies getan habe. Wenn ihr meinem Vorbild folgt, ohne eure Taten in den Vordergrund zu stellen, dann werdet ihr in der Lage sein, die Segnungen Allahs anzunehmen. Doch wenn ihr glaubt, dass ihr gute Taten begeht und euch darauf verlasst, dann könnt ihr nicht die Segnungen Allahs in euch aufnehmen. Die Sunna zu befolgen, um die Sunna des heiligen Propheten zu befolgen, müssen wir in uns schauen, müssen wir unser Wesen durchleuchten. Wir müssen uns vor Gott niederknien und seine Segnung nach seiner Segnung dürsten. Ob denn unsere Taten so gut sind, wie Gott dies wünscht. Wir sollten also beten, dass Allah unsere Taten gemäß seinem Wohlgefallen wendet und durch seine Gnade und Segnung diese annimmt und akzeptiert. Unsere Taten sollten nicht so sein, dass sie mit Weltlichkeit durchmischt sind und dass man sie uns in unser Gesicht zurückschmeißt. Wir sollten beten, dass wir in dieser Welt das Paradies erlangen und mit jeder unserer Tat das Wohlgefallen Allahs erlangen, in dieser Welt die Segnung Gottes erlangen und ebenso im Jenseits das Paradies Gottes erlangen können. Möge Allah diese Gebete akzeptieren, unsere Gebete annehmen. Ich werde nach dem Jumma-Gebet einige Namaz Janaza verrichten in Abwesenheit ein Shahid und zwei weitere verstorbene Menschen. Unser Märtyrer, unser Shahid, ist Mukarram Ijaz Ahmed Kayani Sahib von Orangitown, Karachi. Er ist am 18. September ermordet worden, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. In Orangitown haben ihn zwei unbekannte Menschen getötet. Ijaz Kayani Sahib ging morgens um 7:30 Uhr am 18. September von seinem Haus und war nicht unweit von seinem Haus. Und als er die Geschwindigkeit seines Motorrads aufgrund des Verkehrs reduzierte, kamen zwei Motorradfahrer und schossen auf ihn. Und als er aufstand, feuerten sie noch einmal, feuerten auf seinen
auf seine Hand und dann auf seine Brust, dreimal, als er stürzte, feuerten die Menschen noch einmal auf seinen Kopf und er verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Am 21. August im letzten Monat wurde sein Schwager Mansur Kiani Sahib ebenfalls zum Shahid gemacht und ermordet. Und die Ahmadiyyat kam in dieser Familie durch die Onkel seines Vaters, durch zwei Onkel seines Vaters, die im Jahre 1936 das Bad machten und der Jamaat sich anschlossen. Sein Vater und sein Onkel, der Vater und der Onkel des Vaters des Verstorbenen, waren sehr aufrichtige Menschen, die das Bad machten, nachdem sie studierten. Shahid Marhum war ursprünglich aus Muzaffarabad, Kashmir. Er wurde 1984 in Karachi geboren und bis zum Realschulabschluss blieb er in Karachi. Dann hat er als Civilian Driver gearbeitet. Er war 29 Jahre alt, als er verstarb. 2009 heiratete er die Tochter von Abdurrahman Kotli Sahib aus Kashmir. Der Shahid war ein sehr aufrichtiger Mensch, sehr ruhiger Mensch, der immer der Jamaat diente. Immer wenn man ihm zum Duty rief, kam er mit Gehorsamkeit. Sein Bruder Izaz Ahmad Ghani Sahib sagte, dass er einen Tag vor dem Shahadat seines Schwagers gedachte, der auch zum Shahid gemacht wurde und anfing zu weinen. Er ging jeden Tag zu seinem Haus des Shahids und kümmerte sich um die Kinder. Die Mutter von dem Shahid sagt, dass er, dieser Sohn, wurde geboren nach vier Töchtern, nach vielen Gebeten. Er hat eine besondere Bindung zu mir und kümmerte sich um mich und kümmerte sich um meine Gesundheit, gab mir die Medizin, sagt seine Mutter. Seine Schwestern behandelte er auch immer sehr gut und hat کراچی میں حالات اس لحاظ سے خاص طور پر بہت خراب ہیں لگتا ہے کہ ایک ٹولہ ہے جو احمدیوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اس مقصد کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے اصل میں تو مولوی اور ان کی ہم نوائی میں حکومت کی شے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم گروہ کی بھی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کراچی میں زیادہ خاص طور پر ہے لیکن عمومی پاکستان میں بھی حالات بہت خراب ہیں لاہور میں بھی اسی طرح کئی جگہ کئی احمدیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی مارنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو وہاں اپنے حفظ و امان میں رکھے دوسرا جنازہ جو آج اس کے ساتھ ادا کیا جائے گا وہ مکرم عبد المومن صاحب درویش ابن مکرم اللہ تعالیٰ صاحب کا ہے قادیان کے درویش تھے 11 ستمبر 2013 کو مختصر علالت کے بعد 97 سال کی عمر میں وفات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون 1916 میں سندھ میں پیدا ہوئے تھے
aapki parvarish phir uske baad janda wala faisalabad aage wahan hui wahin taleem o tarbiyat pai ghalban 1945 mein deeni taleem ke usool ke liye qadian aa gaye the yahin pehli shaadi hui lekin partition ki wajah se qaim na reh saki aur isse koi aulaad bhi nahi thi dusri shaadi daure darveshi mein اڑیسہ میں مکرم سید وسیق الدین صاحب صحابی مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی اور مکرم سید محی الدین صاحب مرحوم کی بڑی بیٹی امت اللہ فہمیدہ صاحبہ سے ہوئی ان کے بطن سے 8 بچے پیدا ہوئے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کے پانچوں بیٹے سلسلے کی خدمت بجا لا رہے ہیں آپ نے اپنی درویشانہ زندگی نہایت سادگی اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گزاری دکانداری اور مختلف کام کر کے گزارا کرتے تھے دفتر زائرین میں خدمت بجا لاتے رہے غیر مسلموں کو بڑے شوق سے تبلیغ کرتے تھے آپ نے دیہاتی مبلغ کی حیثیت سے بھی خدمت کی توفیق پائی اسی دور میں ادیب فاضل کی ڈگری بھی حاصل کی سو مصلحات کے بڑے پابند مخلص اور باوفا انسان تھے اور کمزوری کے باوجود بھی آخری عمر تک باجماعت نماز کھڑے ہو کر ادا کیا کرتے تھے قرآن کریم سے بہت شغف تھا باقاعدگی سے تلاوت کرنے والے تھے تیسرا جنازہ ہے مکرم شیخ رحمت اللہ صاحب کا جو ان آفریشتہ پوزیشن اور ان سٹین گیبیٹت اپول ہے سے آلٹ وار Er hat den Heiligen Koran mit einer besonderen Weise, auf eine besondere Weise rezitiert. Der dritte Janaza ist von Sheikh Rahmatullah Sahib, der nach einer kurzen Krankheit am 12. September im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Er hat 1943 die Jamaat, die Ahmadiyyat, angenommen, im Alter von 24 Jahren, und im Jahr 1946 ging er nach Lahore und dann nach Karachi und hat bei Shah Nawaz Sahib gearbeitet. Und im Jahre 1950 hat er sein eigenes Geschäft aufgemacht und Allah hat dieses Geschäft gesegnet. Er hat einen Realschulabschluss gemacht, aber war ein sehr gebildeter Mensch. Und im Jahre 1950 wurde er zum Naib-Emir in Karachi ernannt. Und also Muslim oder Silateranho machte ihn im Jahre 1953 zum Amir-Jamaat anstatt von Chaudhry. Von Chaudhry Asdullah Khan Sahib, weil er krank war. Er arbeitete als Amir Karachi bis 1964. Im Jahre 1953 hatte also Muslim Maud dort eine Sadranjuman gegründet in Karachi, eine eigene, und hatte ihn zum Nasri Allah gemacht. Als also Muslim Maud krank wurde, gab es ein Negran-Boot und er war Mitglied dort. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der dem Khilafat diente, der finanzielle Opfer erbrachte, sehr aufrichtig war. Er hatte auch eine besondere Beziehung zu mir. Nach meinem Khilafat hat er auch sich um jeden Schmerz gekümmert und hat seine Freunde auch immer unterstützt, auch finanziell unterstützt. Hat viele, viele Freunde auf der ganzen Welt gehabt. Und hat Tabligh gemacht, er war Musi. Sein Sohn Nasim Rahmatullah Sahib ist Sadr Jamaat Cleveland und Naib Amir USA. Und er ist der Chairman von alislam.org, der Webseite der Jamaat. Und sein zweiter Sohn, Sheikh Rahmatullah Sahib, ist der Naib Amir von Faisalabad und Mitglied
vom Sanat und Tijarat Board, seine Frau Jamila Rahman Saiba, hat auch hier in der Legion in Maila gedient. Und die Tochter von ihm, ist Sadr Lajna und Regional-Sadr in USA von einer Jamaat. Möge Allah diese verstorbenen Menschen ihre Ränge erhöhen und ihren Verwandten und Freunden Geduld geben. Vor allem die Eltern des Shahid, deren junger Sohn gestorben ist, möge Allah ihnen Geduld geben und auch den Kindern, die Kinder beschützen und in seinen besonderen Schutz nehmen. Zweitens werde ich für einige Wochen auf eine Reise gehen und beten Sie, dass Allah diesen Besuch segnet und die Ziele erfüllt und Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر